So. Haben wir noch einen Einsatz? Ach ja, ich glaube schon. Vielleicht habe ich wieder was vergessen oder übersehen. Naja. Ist ja nicht so schlimm, ne? Damit der schon mal löschen kann, müssen wir aber die Pumpe gleich nochmal starten, weil sonst kann der andere ja nicht löschen. Man muss die Pumpe ja immer neu starten, man kann ja nicht einfach so hier so ein Ding aufdrehen. Nein, man muss immer die Pumpe neu starten. Ja, der kann ja jetzt nicht löschen wahrscheinlich. Oh, das geht doch. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Das war jedenfalls letztens so, glaube ich. Ja, die müssen jetzt erstmal löschen. Ah, der könnte auch mal hier löschen, ne? So. Romeo. Die Musik ist aus. Hier steht der RTW. Bin unterwegs, November. Hier steht die Polizei. So. Das stört mich irgendwie. Das Menü ist zwar dünner, aber es sieht nur so aus, weil so kann man den nicht anklicken. Naja. Ja, das geht jetzt nicht. Weil das Menü da noch ist und das ist nicht so toll. Da hätte man das auch direkt so lassen können, wie es war. Oder? Finde ich jetzt jedenfalls. Okay. Dann war es das mit diesem Einsatz hier. Hier ist gleich hoffentlich auch alles gelöscht. Hm. So. Was ist eine Wachampel? Habe ich das eigentlich schon mal gegoogelt? Ich glaube nicht. Hatte ich nicht gesagt dahin? Ja, natürlich. Und jetzt ist das sowieso schon zu spät, denke ich mal. Ja, dann kann er auch wieder wegfahren. Ja, auf dem Weg. Die löschen das schon hier. Die Drehleiter kann auch wegfahren. Polizei auch. Was ist das hier? Heizung, Sanitär, Elektro und Datentechnik. Seit 1951. Ist das jetzt echte Werbung oder? Ah. Wo ist das da? Der Notarzt ist noch nicht da. Wo ist der denn? Was macht er da? Der kann jetzt mit Sondersignal fahren. Ja, hier hatten wir noch was. Da hat die Polizei was zu tun. Ja, die kann doch direkt einen Bestatter rufen. Okay. Hier könnten wir den Verkehr jetzt umleiten, aber ich lasse das mal einfach so. Ist doch viel schöner. Das ist hier bestimmt echte Werbung, ne? Wieso machen die hier Werbung in meinem Video? Dürfen die das?
Braucht man da nicht eine Lizenz für, um hier so ein LKW zu machen und so? Haben die das? 24. Also die Mod-Entwickler, denke ich mal. Die haben das bestimmt gemacht, ne? Ich glaube nicht, dass das in dem Originalspiel drin ist. Hier steht jemand im Haus drin, oder wie ist das? Da. Wie ist der da reingekommen? Naja, der macht das schon, ne? Wird gemacht. Schon unterwegs. Ja, so. Höre. Und so. Wird ausgeführt. Und so. Und so. Alles klar. Und dann noch so. Bestätige. Was gibt's? Und dann so. Alles klar. Und das hier aufheben. Ja. Und dann den Schlauch demontieren. Deinstallieren. Ja. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, reicht das. Wieder ein Einsatz erfolgreich erledigt. Hier auch erfolgreich wieder ein neuer Einsatz. Die verletzte Person muss erst noch von einem Arzt untersucht werden. Ach. Muss das sein? Der Notarzt hier ist wieder da, anscheinend irgendwie aus irgendeinem Grund. Cinemax. Ist doch auch Werbung, oder? Ist in Arbeit. Ah, haben die auch die Lizenzen dafür? Oh. Ende. Bin unterwegs. Bewaffnet? Jetzt wird spannend, ne? Vielleicht. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ja, wenn die Polizei jetzt hier ist, dann läuft er wahrscheinlich wieder in die Richtung weg, ne? Ist doch bestimmt so, ne? Auf dem Weg. Oder der steht da einfach nur rum. Ach so, der glaubt, ich finde den nicht. Ah, das ist der Falsche. Höre. Wieso? Ja. Wird umgehend durchgeführt. Ja, habe ich jetzt den Falschen festgenommen. Ende. Schon unterwegs. Aber der sieht so ähnlich aus, ne? Kann ja mal passieren. Ja, wie kommen die denn jetzt herüber? Gar nicht. Bin unterwegs. Es gibt keine Möglichkeit für Schon die unterwegs. Darüber zu fahren, oder? Ja. Das dauert jetzt natürlich mal wieder. Jetzt laufen die bei DHL schon panisch rum. Das ist doch auch Werbung. Dafür brauchen wir bestimmt eine Lizenz, oder? Ich glaube nicht, dass die hier... Haben die alle nach Erlaubnis gefragt und so? Hm. Bin unterwegs. Wo... Da drin oder was? Da. Wieso läuft er denn weg? Kann er nicht mehr. Hier sind doch Geheimagenten oder nicht?
Das sind doch bestimmt SEK-Leute und so, ne? Die verdeckt ermitteln. Der da. Der hat doch bestimmt eine Waffe dabei, ne? Der kann doch hier bestimmt mal für Ordnung sorgen. Jetzt läuft er wieder zurück, oder was? Nee, weiter. Auf dem Weg. Kann er nicht mehr stehen bleiben? So. Ach so, die macht das automatisch, ja dann. Und dann musst du die jetzt so oft drauf schießen. Ja. Roger. Also in echt hätte, glaube ich, ein Schuss gereicht und dann wäre Schluss gewesen, oder? Da waren bestimmt Platzpatronen so. So. Hat der Notarzt jetzt Dienst? Wie weit ist der denn jetzt gelaufen? Wo ist der denn? Da. So. Höre. So. Wird ausgeführt. Na, halten die sich auch an die Brandschutzvorschriften? Also hier ist ein Notausgang und der ist blockiert. Alle Ausgänge hier sind anscheinend blockiert. Wahrscheinlich, weil da niemand rein darf, aber ja. Naja, ich denke mir, das ist in Ordnung so, ne? Hier sind welche drin, da sind die Notausgänge frei. Die wollen sich aber nicht setzen. So. Wird umgehend durchgeführt. Ja? Da ist ja der Notarzt, der nur von 8 bis 18 Uhr arbeitet. Den kenne ich doch, ne? Also hier aus dem Spiel. Den habe ich schon mal gesehen, ne? Der war auch am Großeinsatz. Ne, da war der ja gar nicht. Naja, irgendwo war der. So. Alle da rein, alle mitfahren. Da. Ja. So, ja, du sollst das holen. Los geht's. Ja. Was hier? Ja, das sieht nicht sehr gut aus. Gibt's hier wieder einen Notarzt? Nein, er ist im Einsatz. Ach so, da hinten. Ja, dann kann er das ja mal schnell machen. Was gibt's? Auf dem Weg. 16. Tango. Was gibt's? In Ordnung. Dass sie den überhaupt erstmal hochheben, bevor der Notarzt da was behandelt hat. Ja. Und er muss natürlich auch erstmal seinen Notfallrucksack holen. Los geht's. Ja, das war's. So, könnt ihr den jetzt mitnehmen? Wird ausgeführt. Wird umgehend durch. Ja. Tango. Ja? Tango. Tango. So, und die können jetzt da hinfahren. Also der kann jetzt da hinfahren. Ja. Feuer. Verletzte Person. Einfach alles alarmieren direkt mal. Wo ist denn hier was? Da, okay. So. Die beiden.